Okay, ich komme ja schon mit. Beziehungsweise Josh kommt ja schon mit. Oh, so fest. Hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Also nach dem, was Josh gemacht hat, verstehe ich jeden, der ihm in die Fresse gehauen hat. Genauso verstehe ich aber auch ihn, warum er das gemacht hat. Also klar, er hat es übertrieben, das Thema hatten wir ja schon. Aber er hatte seine Gründe. Also ich verstehe es. Was zum... Das war doch gerade Sam. Und da kam Hannah auf sie zu und sie war ganz still. Ist das vielleicht so ein Hinweis darauf, dass wir... Wenn sowas mit Wendigos kommt... Stimmt, der Fremde hat ja gesagt, wenn die Leute stillstehen, können die Wendigos sie nicht richtig sehen. Die sehen nur, wenn sich jemand bewegt. Irgendwie war doch da was, oder? Nein. Ach, jetzt sieht er das auch. Ich denke auch mal, dass er das wirklich nicht gewollt hat. Genauso hat es auch keiner gewollt, dass seine Schwestern da drauf gehen bei dem Streich. Aber das ist es halt. Solche Sachen können auch mal nach hinten losgehen. Gut, hier scheint auch nichts weiter zu sein. Aber sag mal, war Hannah nicht vorhin genau hier an der Stelle? Ich könnte schwören, Hannah war hier. Oder habe ich mich vertan? Also, nee, Quatsch. Also, da war auf jeden Fall ein Wendigo. Und der hatte etwa diese Haut, wie Hannah sie hat. Was? Was zum Teufel? Nein, du bist nicht real! Bist du nicht! Hannah! Alter. Sie wird doch jetzt nicht. Sie nimmt ihn wieder mit. Okay, jetzt wieder in der Rolle von Matt. Den gibt's ja auch noch. Den haben wir ja voll vergessen, oder? Und er weiß noch gar nicht, was Emily passiert ist. Wobei, er hat sie ja da abstürzen sehen, aber mehr weiß er ja auch nicht. Also wenn er da vorbeikommen sollte und dann sieht, dass... Au! War ich mal wieder zu langsam. Überlebt? Ja. Wir informieren Sie mal lieber. Hier läuft irgendetwas Schräges heute. Jemand haut uns hier voll in die Pfanne. Nein. Was? Nein, nicht jemand, sondern etwas. Jess, du hattest eine ziemlich harte Nacht. Du bist durcheinander. Nein, ich sage dir doch. Schon okay. Ich wollte dich nicht erschrecken. Gott. Kannst du gehen? Ja. Komm schon, Jess. Na gut. Oh. Ich höre einen Wendigo schreien. Sieh mal da. Hier gab es einen Einsturz. Das war ich.
Was? Ich bin da durchgestürzt. Was, so tief runter? Scheiße! Willkommen im Club. Was? Ich bin von einem verdammten Feuerwachturm gefallen. Du verarschst mich. Nee, keiner verarscht hier irgendjemanden. Wir haben es ja gesehen. Aber gut, das mit dem Feuerwachturm, wie die da runtergefallen sind, das sah auch verrückt aus. Hätte unter normalen Umständen wohl keiner gedacht, dass das einer überleben könnte. Als ob ich es geahnt hätte. Ich dachte so, erstmal die Ecken untersuchen. Oh, wer brennt denn da schon wieder? Das sah doch aus wie Matt. Nee, Mike. Ich verwechsel immer die beiden irgendwie, Matt und Mike. Na gut, vielleicht, weil sie mal dasselbe Mädel gedatet haben. Das ja jetzt leider nicht mehr unter uns weilt. Und ich muss sagen, ja, Emily hat hier zu meinen Hasscharakteren gehört. Ich war wirklich genervt von ihr. Wirklich, genauso wie von Jess, aber den Tod würde ich niemandem wünschen. Und was Jess da... Oh. Verstecken wir uns lieber mal. Wir wissen ja, wenn wir uns nicht bewegen... Hi, Hannah. Scheiße. Das weh? Oh Gott. Okay. Okay. Na los. Wir schaffen das. Wir kommen raus. Komm schon. Komm schon. Komm, komm. Komm. Okay, und wenn sie wiederkommt, dann... Jess, Mensch. Was erwartet Matt eigentlich, dass sie nach diesem Sturz irgendwie super schnell rennen kann? Überleg doch mal. Ihr beiden seht auch nicht gerade so fit aus. Ob es gebrochen ist oder verstaucht. Auf jeden Fall hat ihr Bein ordentlich was abgekriegt bei diesem Sturz. Da kann sie nun mal nicht schnell rennen. Was erwartet der Pfosten eigentlich? Oh, wir sind wieder bei Sam. Wir klettern lieber. Ja, diesmal nehme ich wieder den riskanteren Weg. War vielleicht nicht so schlau. Nein! Oh. Jetzt habe ich da im Reflex auch auf R1 gerade gedrückt. Irgendwie, und ich dachte so, Alter, nicht, dass sie jetzt stirbt. Durch meinen dummen Fehler. Das wäre dann natürlich... ziemlich arschig gewesen. Na, gleich haben wir es, oder? Oh, schon wieder habe ich eine Taste. Was ist denn los mit mir? Bis auf so ein paar Ausnahmen habe ich die Quicktime-Events immer hingekriegt. Das waren doch wirklich nur sehr wenige richtige Fails dabei jetzt, oder? Komm schon. Es geht doch. Puh. Ja. Was jetzt? Aber
Wenn ich mir so die Uhrzeit angucke, normalerweise dürfte es ja nicht mehr lange dauern, bis hier Hilfe kommt. Falls ihr euch an den Funkspruch erinnert. Ah Gott. Ich bin gerade wieder voll angespannt. Ich denke die ganze Zeit, ihr gleich springt mich wieder irgendwas an. Vor allem, wenn man immer wieder den Schrei von einem Wendigo hört. Nee, nicht durch das Eiswasser, oder? Oh Gott. Das ist doch ein Schock. Nicht gerade angenehm, oder? Das ist alles andere als angenehm. Oh oh. Alter. Mich würde ja auch mal interessieren, wenn dann die Hilfe kommt von der Polizei oder wem auch immer. Was erzählen die dem dann? Ja, wir wurden von verrückten Monstern angegriffen. Die werden solche Geschichten von Wendigos wohl kaum glauben. Okay, wer würde das realistisch gesehen schon, wenn wir mal ehrlich sind? Ach, hier ist schon mal die kleine Hütte. Oh oh. Ich mach mich mal auf Quicktime-Events gefasst. Ich hab's übrigens geahnt. Bin jetzt mal etwas ruhiger für den Fall. Wir sind da. Oh, jetzt ist die verdammte Tür zu, das gibt's doch nicht. Kommt schon, macht auf! Leute, los, kommt, seid ihr da? Lasst mich rein! Drecksack! Mike! Oh Gott, du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Ach so. Ja, so kriegt man natürlich auch Türen auf. Mike, was ist mit Josh? Er hat ihn. Gott, was für ein furchtbarer Tod. Nicht gut. Ja, das mit dem Licht ist wirklich gerade eine scheiß Idee. Das lockt die doch noch an. Vielleicht ist da noch jemand. Okay. Ach nee, da war ja die Treppe. Aber die sind doch alle weg. Der Rest ist noch unterwegs, oder? Die paar, die noch übrig sind. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Hm? Daran will ich gar nicht denken. Nein! Nicht weg hier! Los, 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 los! Was zum Teufel? Lauf! Das hält die vielleicht ein bisschen auf. Jetzt haben wir die Viecher auch im Haus. Oh. Höllenscheiße. Oh Gott, jetzt darf ich...
jetzt bloß dich zucken. Alter. Ah. Jetzt sehen die sich natürlich nur gegenseitig, wenn die sich bewegen. Greifen die sich jetzt deswegen an oder will Hannah vielleicht ihre Freunde verteidigen? Gas? Okay, jetzt haben wir die Erklärung für die brennende Hütte. Ah, I see what you have im Kopf. Ach Gott, ganz schlechtes Dinglisch. Oh Gott, oh Gott. Ja, geil. Also, ich habe echt das Gefühl, Hannah versucht uns sogar ein bisschen zu verteidigen. Also, vielleicht ist noch ein bisschen Menschlichkeit zurückgeblieben. Sehr angenehm. Und Chris läuft raus. Mhm. Mike retten. Hey! Jetzt bloß nicht zucken. Was fies wäre. Wenn ich jetzt niesen müsste, das wäre der Tod hier. Oh Mann. Leute, mein Herz klopft. Verstecken. Bin gar nicht hier. Ganz ruhig. Ich dachte gerade, ich halte das nicht mehr lange durch. Na. Hannah, geh weg. Boah, putz dir mal die Zähne, du stinkst. Lauf um dein Leben, Mädchen, lauf! Lauf! Und Hannah hilft wieder mit. Also, entweder hat Hannah da ein bisschen... Hat sie jetzt bewusst geholfen? Das ist jetzt die Frage. Oder war das wirklich nur, dass die Wendigos auf alles losgehen, was sich bewegt? Also, dass das auch für die eigene Spezies gilt? Das bin ich mir nicht so im Klaren. Was das jetzt? Ja, das war's. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was das da jetzt war. Ob Hannah da aus eigenen freien Stücken geholfen hat, weil sie das wollte, oder halt, weil die Wendigos auf alles losgehen, was sich bewegt. Also, ich möchte es glauben, also, natürlich denke ich mal, dass mit den auf alles losgehen, was sich bewegt. Das ist natürlich wahrscheinlicher. Aber ich möchte es glauben, dass sie noch ein bisschen Menschlichkeit bewahrt hat. Ich möchte es einfach glauben. Ja, das ist der Abspann. Und das... Ich habe... Oh. Ah, da ist die Befragung. Sie sagten, sie hätten sich von ihm verfolgt. Noch jemand aus ihrer Gruppe gedacht? Ja, wir alle. Naja, ja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein.
Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Ich sag's ja, die Geschichte kann für das die Polizei war, nur so weird Jessica, sein. Ich weiß nicht, wie oder warum sie da unten war, aber ich weiß, ich habe sie gehört. Ich war genau da und ich hätte etwas tun können. Ich Ach Gott, stimmt. Ja, Jess ist ja auch noch unten. Ich war nicht gut genug. Oder? Wie gelangten sie? Ah nein. Da ist sie doch. Man hat Jess nur gar nicht mehr gesehen. Oder? Also ich habe sie in der Hütte nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht. Ach Gott, die Geschichte muss doch jetzt so weird klingen für die Bullen, für die Polizei. Bullen darf man ja nicht sagen. Ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nah. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Warum schlugen Sie Josh? Er führte sich auf wie ein Irrer und ich musste ihn aufhalten. Sie sagten doch, er war gefesselt. Ja, aber... Na, in dem Moment hätte jeder zugehauen, seien wir doch mal ehrlich. Ja, vielleicht nicht jeder, aber ich weiß, wie das viele. Sie müssen verstehen, er hat Psychospielchen gespielt. Ich habe zugestochen und ich wollte weglaufen, aber ich wusste nicht, ich schwöre, ich wusste nicht. Wussten nicht? Wen haben Sie verletzt? Na, es war der Psychopath und ich wusste nicht, dass es Josh war. Und er war es aber und ich konnte nicht wissen, dass Josh all diese Engen und die Waffe hatte. Oh mein Gott. Jetzt sind wir teilweise doch verdächtig hier, oder was? Sie wollte Ihnen helfen. Nein. Sie sagte, sie hätte sie rufen gehört. Nein. Nicht mich. Hat der Wendigo also... Mike. Was wissen Sie noch? Hat der Wendigo die Stimme nachgeahmt? Weil sie sagte, sie hat nicht gerufen. Stimmt. Stimmt. Der Fremde, oder irgendwie in den Aufzeichnungen, da stand doch, dass die Wendigos ihre Opfer nachahmen können. Die können die Menschen perfekt nachahmen. Und ja, ich rede hier ab und zu wieder rein, aber Untertitel und so, ne? Wisst ihr ja. Ja genau, geht mal mit ein paar Sondereinheiten da unten rein und räumt mal auf. Weil, also man hat ja nicht wirklich gesehen, dass Josh gestorben ist, nur dass Hannah ihn mitgenommen hat. Ja, und Hannah, die hat's jetzt auch gerissen. Also wirklich gestorben ist bei mir nur Emily, weil ich mich da vielleicht zweimal verdrückt habe, bei den wenigen Malen, wo ich mich wirklich verdrückt habe, bei den Quicktime-Events und... Boah, aber das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Also ich war zum Schluss, ich war richtig angespannt. Also ich dachte die ganze Zeit, Alter, jetzt bloß nicht bewegen, bloß nicht zucken. Ich habe fast gezittert und ich dachte so, Alter, wenn ich jetzt niesen muss, ey. Und das wieder der tolle Titelsong. Oh, Dad heißt er, glaube ich. Geiler Song, ja. Ich bin aber auch hier mal so frech und rede drüber. Sollte man eh sicherheitshalber, weil... Naja, wegen Claims und so und bla. Jetzt muss ich jetzt mal mein Fazit hier zu Until Dawn loswerden. Erstmal, ja, ich weiß, da gibt's viele Endings, wenn man es so sieht, je nachdem, wie man entscheidet, wer überlebt, wer nicht überlebt und so weiter. Aber, ja, ich denke mal, ein Großteil, die wirklich relevanten Sachen werden sich da... Ich weiß nicht, ob die sich ändern. Da mache ich mich mal schlau. Also vielleicht werde ich irgendwann mal in einem Stream nochmal versuchen, ein anderes Ending zu erspielen. Da werde ich mich aber auf jeden Fall nochmal schlau lesen, was das angeht. Aber jetzt mal zum eigentlichen Spiel selbst. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also...
vieles könnte sich anhören wie die Wertung eines Fanboys aus der rosaroten Brille. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe seit Jahren nicht so einen genialen, packenden Titel gespielt. Ist mein Ernst. Ich möchte gern mehr solche Spiele, die auch so ein bisschen interaktiv sind. Vor Jahren habe ich ja mal im Stream auch Beyond Two Souls durchgespielt. Ja, also so die Richtung generell. Also ich finde, es gibt viel zu wenig solcher Spiele, die einen so richtig mitreißen. Also in dieser Richtung hier, wie jetzt zum Beispiel Until Dawn oder, jetzt habe ich den, ich habe es doch gerade gesehen, hier Beyond Two Souls. Ja gut, bald kommt Detroit Become Human. Vielleicht ist es auch schon draußen, wenn ich das hier hochlade. Ihr wisst ja, ich arbeite auf Vorrat. Na gut, also jetzt mal mein Fazit, die Grafik. Also da gibt es mal rein gar nichts zu meckern. Das ist für mich, ja, es ist eins, vielleicht eine 1-, wenn wir ganz hart sind bei diesem einen Grafikglitch, der da aufgefallen ist, als Jess aufgewacht ist. Es sah alles passend aus, wirkte realistisch, so gut es ging halt, ne? Also weil die Wendigos ist klar, ne? Ja. Und klar, der ein oder andere mag jetzt gemeckert haben, dass das Spiel keine echten 60 FPS bietet. Ja, es ist, also es fühlte sich an wie 30, aber das ist auch so ein Spiel, wie soll ich sagen, das nicht unbedingt 60 FPS braucht. Also es gibt Spiele, die brauchen sowas nicht hier, die super hohen FPS, doch was weiß ich, oder wenn es ein PC-Spiel wäre, jenseits von 144 Hertz und so, ne? Wenn man da den richtigen Monitor zu hat, also ich habe einmal an 144 Hertz Monitor ein dementsprechendes Spiel gesehen. Wow, ja, gebe ich schon zu. Aber ansonsten, also das ist so ein Spiel, ich finde, das braucht es nicht zwingend. Das ist, ich sag mal, es ist auch so wie Sahne auf dem Kuchen. Wenn das Spiel der Kuchen ist und die FPS, die Sahne, die 60 FPS der Kuchen, schmeckt zwar auch ohne Sahne, vielleicht mit Sahne ein bisschen besser, aber davon wird man fett, also davon wird man verwöhnt und will dann vielleicht irgendwann nur noch solche Spiele spielen. Aber das muss auch jeder für sich wissen, da will ich niemandem reinreden. Ja, und der Sound, also ich denke mal, da gibt's auch nichts zu meckern. Ich würde dem Sound auch eine 1 geben, der hat eigentlich auch immer gepasst. Der Sound hat oft dafür gesorgt, dass ich hier so ein bisschen, ja, angespannt war und gedacht habe, oh Gott, da kommt doch gleich wieder was. Wenn ich so überlegt habe, in der ersten Aufnahmesession, wo ich gleich 12 Parts am Stück, glaube ich, war es, aufgenommen habe, boah, da habe ich die ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, oh, jetzt passiert doch was, jetzt muss doch mal was passieren, weil irgendwie die Stimmung, die hat das so ausgestrahlt. Also, ja, also gerade bei einem Horrorspiel finde ich, die Sounds, die müssen passen. Die Atmosphäre, das muss an einen rankommen. Ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine. Bin nicht immer so gut mit Worten. Ja gut. Und letztendlich der Spielspaß, sag ich mal, also der war bei mir auch außerordentlich hoch. Das Einzige, was ich ein bisschen negativ sehen würde, ist, dass ich bei manchen Spielen, bei manchen Entscheidungen, beziehungsweise in manchen Szenen, zum Beispiel als Jess da diesen Minenfahrstuhl runtergefallen ist, da habe ich mich gefragt, warum hat man nicht die Wahl, ob man nun dem Fremden nachrennt oder ob man nach Jess guckt. Ne? Also ich persönlich, hätte ich es entscheiden können, ich wäre zu Jess gegangen. Oder, das ist auch so eine Sache, ihr wisst ja, ich habe es ja mehrfach im Lauf des Let's Plays, besonders am Anfang angesprochen, dass das Spiel doch hier auf viele typische Horrorfilm, Teenie-Slasher-Horrorfilm-Klischees aufbaut. Sich da bedient hat. Ja gut, bei Saw hat man sich auch bedient, ne, aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, es war gut erzählt. Deswegen drücke ich da ein Auge zu. Ich habe mir diese Klischees gefallen lassen. Wenn ich manche anderen Spiele sehe und die sind voller Klischees, und das ist dann, weiß ich nicht,
es kommt immer auf die Erzählweise an, wie alles rübergebracht wird. Wenn die jetzt das 20. Held rettet Prinzessin nur mit besserer Grafik hast und sonst sich nichts verändert hat. Ne, und nein, das war kein Hate gegen Super Mario, im Gegenteil. Wenn ich so daran denke, wie sich Mario Odyssey gespielt hat. Aber darum soll es ja hier nicht gehen. Ne, also, ein klasse Spiel ist es auf jeden Fall. Kann es jedem empfehlen, der das Switch hat. Aber das Spiel, also ich kann nicht anders. Ja, der Fan in mir, der würde diesem Spiel gerne eine 1 plus mit Sternchen geben. Aber es wird nur eine 1 minus, nur in Anführungszeichen. Also, es ist einfach, ich weiß nicht, ob ich das neutral bewerten kann. Gerade jetzt, wo ich noch so ein bisschen innerlich geflasht bin vom Spiel. Ah, Mann. Das ist einfach ein Meisterwerk. Ich weiß gar nicht mehr, warum das Spiel damals so an mir vorbeiging. Ihr wisst ja, wir Gamer, wir haben alle unseren Pile of Shame. Zu viele Spiele, zu wenig Zeit. Und manchmal kommt man mit dem Durchspielen gar nicht nach. Ne? Vor allem, das Problem habe ich auch, dass ich viele Spiele nur dann mal durchspielen kann, wenn ich sie auch Let's Play in letzter Zeit. Weil ich sonst eher selten dazu komme, so privat, weil man ja auch noch sein Real Life hat und so weiter, ne? Gut, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, da mache ich das einfach mal. Also privat durchspielen und das war's dann, aber sonst. Naja, aber ja. Auf jeden Fall haben wir es hier echt mit dem Meisterwerk zu tun. Ging damals an mir vorbei. Ich habe es erst in die Finger bekommen, als ich. Oh! Da passiert doch noch was. Ist das etwa... Nein. Die eine Szene aus dem Totem. Josh. Er ist auch zum Kannibalen geworden. Und die haben tatsächlich... Ja, der Kreis wiederholt sich. Wow. Ja, also, ich habe mich erst deswegen mal an Until Dawn gewagt, es in die Finger bekommen, als es in PlayStation Plus als Gratis-Spiel dabei war. Da dachte ich, ja komm, jetzt kannst du es hier mal laden und dann gucken wir mal. Ich werde jetzt nochmal kurz einen Blick mit euch hier in Status und gesammelt. Ach ja, die ganzen... Genau, das machen wir jetzt einfach noch. Mike eilte Jessica sofort zu Hilfe, das kennen wir ja. Jessica bewunderte Mikes Heldenmut. Aber unter Druck beeindruckte Mike nicht mehr. Jessica widerstand Mikes Anmache. Das sind halt die ganzen Sachen, wie die sich durch uns entwickelt haben. Mike ist Jessica erfolgreich nachgelaufen. Jessica lebte noch. Jessica überlebte bis zum Morgengrauen. Chris wollte Josh retten, hat es aber nicht getan. Josh war freundlich zu Chris und stellte sich gegen Mike. Ja. Konnte man nicht weiter so. Zu welchem Preis? Mike hat sich aus der Bärenfalle befreit. Mike hatte keine brauchbare Machete mehr. Naja, hat sie ja dann noch nicht mehr gebraucht, oder? Mike hatte, ja, das hatten wir. Mike fand einen anderen Weg durchs Sanatorium. Sam hat Mike in der Mine gerettet. Geht's eh nicht mehr weiter? Mike hat den Wolf nicht getreten. Mike hat einen Freund gewonnen. Der Wolf führte Mike durchs Sanatorium. Mikes neuer Freund überlebte. Gut zu wissen. Matt war für Emilys Plan, zum Turm zu gehen und Hilfe zu holen. Matt feuerte die Leuchtpistole ab. Sam hat sich fangen lassen. Chris und Ashley fanden Sam. Sam musste von Mike gerettet werden. Ich finde das jetzt echt mal interessant, nochmal diese ganzen kleinen Zusammenfassungen hier zu sehen.
Matt ist ruhig durch die Hirsche gegangen. Matt und Emily sind der Gefahr unversehrt entkommen. Also normal mache ich ja nach dem Abspann immer Feierabend, aber dieses Spiel ist es wert. Wer bekommt die Waffe? Emily hat Matt die Leuchtpistole gegeben. Und irgendwas wäre da wohl noch gekommen, wenn ich da woanders entschieden hätte. Rette dich selbst. Matt hat sich in Sicherheit gebracht. Matt fand Jessica. Und er überlebte bis zum Morgengrauen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ashley hat die Schere genommen. Ashley hat auf den Psycho eingestochen. Der Psycho verpasste Ashley ein Pfeilchen. Chris hat Josh geschlagen. Zusammenbleiben. Ashley ist Chris gefolgt. Ashley sah nicht, wer in der Werkstatt war. Chris und Ashley fanden eine Puppe mit Sams Kleidern. Ja, das war eine Szene, da dachte ich, what the fuck, aus nächster Nähe. Chris hat nicht auf Ashley geschossen. Ashley war um Chris besorgt, als er ging. Ich denke auch mal, die sind hier nach vielleicht ein Pärchen geworden. Wer weiß. Oder aber, man weiß natürlich nicht, ob diese ganzen Vorkommnisse die Anwesenden hier so verstört haben, dass... Ach, ihr wisst, was ich meine. Ashley hat die Tür geöffnet und Chris das Leben gerettet. Zurückgelassen. Ashley wollte Chris nicht zurücklassen. Ashley ignorierte die Stimme. Ashley ging zu den anderen. Chris war in Sicherheit. Sam fand Hannahs Aufzeichnung über ihre Notlage. Josh erfuhr die Wahrheit über das Monster. Josh erkannte Hannah und Hannah erkannte Josh. Also doch richtig vermutet, dass sie ihn erkannt hat. Josh war am Leben, gefangen und ein Kannibale. Ah. Das Ergebnis des Chaos. Sam ist entkommen, Mike ist entkommen, Ashley ist entkommen, Emily wurde vor dem Wendigo getötet. Ja, auch wenn ich die Zicke echt nicht wirklich gemocht habe. Also, im Nachhinein ärgert es mich, dass alle, fast alle überlebt haben, dass ich das im ersten Run so geschafft habe. Chris ist entkommen, ja. Gut, und sonst, die ganzen Hinweise, die kennen wir ja eigentlich größtenteils, habe ich die ja schon im Spiel vorgelesen. Ja, nicht ganz alles gefunden. Aber für meine Verhältnisse habe ich doch von den Totems an einiges gefunden, ne? Ja, also, ich werde das jetzt hier aber mal an dieser Stelle beenden. Klasse Spiel, also hier lohnt sich wohl auch das mehrfache Durchspielen. Und ich werde wohl irgendwann in den nächsten Wochen, nagelt mich jetzt nicht auf irgendeinen Tag fest, wenn ich mal Bock habe, da werde ich auf jeden Fall vielleicht mal einen Stream machen und dann, ja, einiges anders entscheiden. Also gut, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß an Until Dawn. Ich habe ja schon so ein bisschen gesehen, dass die Views jetzt natürlich sich so in Grenzen gehalten haben. Aber diejenigen, die es angeguckt haben, die haben es auch geguckt, was ich an der durchschnittlichen Watchtime sehen konnte. Also gab es ein paar Leute, die ich hiermit erfreut habe. Und es freut mich, dass ihr hier zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch Riesenspaß gemacht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt dieses Spiel auch unbedingt mal. Ich werde mich dann mal die Tage schlau lesen und sonst, wenn ich es mal streamen sollte oder so, dann sage ich euch Bescheid. Also, haut rein!